Rennwochenende 4 steht an, ab nach Imola und darauf freue ich mich schon sehr. Warum nur? Liegt in erster Linie an der tollen Strecke, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Siemens Kommunikations. Prost, Assa. Oder Akea? Fertig. Krieg. Ein Menadi ist hinter uns. Na, wird man nicht so gut sehen, wie ich mir das vorstelle. Fertig. Och, ging eigentlich. Also, die Perspektive war gar nicht so verkehrt. Was mir gerade einfällt, ganz frisch und spontan. Wir haben ja grundsätzlich vor, 11 Saisons zu fahren. In der 2001er Saison. Eine 12. Saison mit dem Team, womit ich einfach die besten Erinnerungen verbinde, aus den eben 11 Saisons. Dann könnten wir noch eine 13. machen, und zwar mit alle Fahrzeuge gleich, also vom Leistungsstand her. Mal gucken, wer dann Weltmeister wird. Thomas Enge, sofern wir ihn nicht fahren, vielleicht. Das können wir wirklich mal machen. Das ist gar keine schlechte Idee. Runde 2, so viele Zahlen. Und Gang 2. Na, zu früh eingelenkt. Dieses Zelt da, wie das wandert. Diese Werbung, wie sie flackert. Das war nicht gut. Das war jetzt auch nicht so gut. Hier blieben. Naja, nicht. Kommt wer? Boah. Das war wild. Das klang wie der Kurve, wie der Wagen gerade geklungen hat. Dort oben an der Kurve. Das ist echt nur. Wir hatten da Alonso. Der hat Eier. Kann doch mal gucken, wie es aus seiner Perspektive aussah. Er zieht aber auch voll durch. Er verzögert nicht, oder? Nö. Kann man ja machen. Wir kommen dem Spanier näher.
Oh, der andere Nunnati, der macht eine Grillparty. Und wir machen eine Drehkreiseparty? Nein. Keine zwei Runden gefahren, schon schmiert er sowas von ab. Sieht ein bisschen ungesund aus. Ölverlust. Sieht sogar noch schneller. Krass. Bremsspur. Und das nicht in der Hose. Jetzt steht er gleich im Weg. Der Sektor sollte jetzt auf jeden Fall besser sein. Zeigt er gar nicht an. Mhm. Also klar, besser schon sehen wir, aber er zeigt keine Delta-Zeit an. Ist auch nicht zum ersten Mal der Fall. Das irritiert uns. Nee, es irritiert uns nicht. Das behindert uns ganz einfach. Jetzt weiter rein. Aktuell sind wir 8 und auf der Strecke sind gerade 4 Autos. Jetzt sind wir 6er. Keine Ahnung, warum ich gerade dran denke, aber vielleicht, wenn ich ihn gerade angucke. Mein Bildschirm wird nächsten Monat 1 Jahr alt. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung im letzten Jahr, eben diesen zu holen, diesen 47,53 Zöller. Einfach so geil, ist nicht nur beim Spielen, also da ist es ganz besonders toll, aber auch beim einfach Arbeiten, weil du so unglaublich viel Platz hast. Ich bin ja sowieso kein Freund von mehreren Bildschirmen, allen voran wegen des blöden Randes. Mag ich überhaupt nicht, diese Ränder bei eben 2 Bildschirmen und der Übergang und das eben so getrennte Bild. Da ist mir ein ganz großer ganz viel lieber. Eigentlich wäre es auch mal wert, da ein extra Video drüber zu machen, am Wort zum Sonntag vielleicht, aber das denke ich mir auch schon seit mindestens 2 Jahren bei meinem Aufnahmeprogramm DX Story, eigentlich sogar schon noch länger. Die Zeit, die muss man sich nehmen, absolut. Ich meine, Zeit hat man ja. Und zwar jeder hat 24 Stunden. Man muss sich einfach die Zeit gut einteilen und man muss es sich nehmen für gewisse Sachen. Dann guckt man halt einfach vielleicht eine Folge von irgendwas in der Woche weniger. Oder 2. Oder man spielt mal einen Abend nicht. Oder. Was man halt so machen kann. Man geht vielleicht einmal in der Woche nicht extra einkaufen und nimmt die Zeit dann lieber, um dieses Video zu machen. oder. Eine 26,6. Das wird besser. Deutlich besser. 8 Zehntel, um genau zu sein. Und das stimmt sogar, wenn wir die Zeiten gegenrechnen. Was ich aber zuerst machen muss, das habe ich schon so oft angesprochen, schon beim Let's herauskam. Und mittlerweile haben wir über 200 Folgen vom Let's Play Grand Prix 4. Ich muss noch das Soundtrack-Video zu Grand Prix 4 bringen. 1 Stunde Grand Prix 4 Soundtrack. Ich will mir gar nicht die Mühe machen,
jedes Musikstück aus Grand Prix 4 einmal in einem Video zu bringen. Ich würde einfach eine 1-Stunden-Version daraus machen, weil damit mache ich es mir eben einfach. Weniger Aufwand, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Und auch hier heißt es, die Zeit müsste ich mir einfach mal nehmen. Habe ich bisher aber nicht. Oh, 7/10 schneller. Ich habe mir Zeit genommen. Die Chor war jetzt nicht gut. Fast 8/10 schneller und aktuell liegen wir auf der 4. Aber ja, die Zeit, ich habe noch so viele andere Sachen im Sinn. Weiß nicht, wenn dieses Video rauskommt, ob es dann wieder den 18 Uhr Projektplatz gefüllt gibt. Ich denke mal schon, aber weiß ich heute noch nicht. Aber dann gibt es ja auch noch ein paar Sachen zu Life is Strange, die ich schon seit einem guten Jahr auf der Festplatte liegen habe. Also Videodateien, die ich noch bearbeiten wollte, zu extra Videos schnippeln wollte. Und nicht nur wollte, das will ich noch, aber ich frage es halt wann, Zeit nehmen und so, ne? Kennt ihr das Spiel? Ja, man hat es nicht einfach. Was cool wäre, wenn wir jedes Wochenende eine Zeitumstellung hätten. Von Samstag zu Sonntag, jedes Wochenende, wird die Uhr um 24 Stunden zurückgestellt. Das wäre gut. Da brauchen wir gar keine 4 Tage Arbeitswoche. Dann haben wir einfach unser 3 Tage Wochenende. Wäre natürlich blöd, wenn man am Wochenende arbeiten müsste, dann arbeitet man ja 2 Wochenendtage. Dann müsste man eine Regel erstellen beim Zeit zurückstellen. Darf man nicht am Wochenendstag arbeiten. 13.000 schneller. Man könnte dieses Projekt eigentlich Winterzeit Deluxe Winterzeit Extreme nennen. Jedes Wochenende von Samstag zu Sonntag die Uhr um 24 Stunden zurückdrehen. Mit der Regel, du darfst da nicht arbeiten. Klingt nach einem guten Plan, oder? Warum ist da vorher keiner draufgekommen? Was hat das umgesetzt? Gute Frage, nächste Frage. Und das wird langsamer. Viertelsekunde, glatt eine Viertelsekunde langsamer. Schneller! Da habe ich zuvor gebremst. Das war richtig gut. Das war etwas zu viel Randstein. Bitte, bitte eine Bestzeit. Das wird, denke ich, langsamer werden. Die 1,24 hätte ich gerne geschafft. Aktuell liegen wir bei einer 1,25,087. Viel zu langsam.
Na, dann kommen wir jetzt rein. Bleiben wir halt im dritten Gang, meinetwegen. Wetten, dieser erste Sektor wird schneller als der bisherige beste Sektor? Das war ordentlich und richtig angebremst. Das könnte, denke ich, auch noch passen mit einer Bestzeit im zweiten Sektor. Das wird passen, denke ich. Nee, dann kommen wir auf jeden Fall rein. So, nicht. Etwas zu spät gebremst, es hat Zeit gekostet, hier außen auch. Dann wird es auf jeden Fall Zeit reinzufahren. Aktuell liegen wir auf der 7 und wir sind hier durch und raus und sehen uns dann, apropos raus, beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.